Herzlich willkommen zum zweiten Videoclip unserer Serie Brandprävention. Einige von Ihnen kennen mich schon. Mein Name ist Bernd Weber. Ich arbeite seit 30 Jahren bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und ich habe schon viele Brände erlebt, die leicht hätten verhindert werden können. Deswegen ist es mir und meinen Kollegen eine Herzensangelegenheit, Ihnen hier Gefahrenquellen zu zeigen, als später zum Löschen zu kommen. Ein Brand verändert alles. Deshalb ist es besonders wichtig, einige Dinge zu beachten, damit die Feuerwehr erst gar nicht gerufen werden muss. Heute geht es um verstellte Fluchtwege, genauer gesagt um Hindernisse in Treppenräumen. Hier stehen einige Gegenstände rum, da wird es im Ernstfall ganz schön eng, für uns Rettungskräfte und für die Bewohner, die sich in Sicherheit bringen müssen. Herumliegende Schuhe können im Brandfall zu gefährlichen Stolperfallen werden, besonders dann, wenn der Treppenraum schon verraucht ist. Pflanzen sehen sehr schön aus, gehören aber in die Wohnung, nicht auf Gemeinschaftsflächen, wo sehr viele Menschen durch müssen, wenn es brennt. All diese Gegenstände sind Brandlasten. Wenn sie brennen, verrauchen sie den Fluchtweg. Sorgen wir dafür, dass es gar nicht so weit kommt. So gefällt mir das als Feuerwehrmann viel besser. Ein schöner, freier Aufgang. In Deutschland stirbt fast jeden Tag ein Mensch durch Feuer oder Rauch, die meisten durch Rauchvergiftung. Lassen Sie uns gemeinsam Leben retten. Machen Sie mit.